no gunshots, but they getting low, 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 low. Hallo Leute, ich bin Legendkiller und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, es kam lange kein Video von mir, denn ich habe mir überlegt, wie ich meinen Kanal umgestalten wollte, denn ich habe mir überlegt, 2015 nochmal sozusagen neu zu starten mit YouTube und habe mir überlegt, so was könntest du für Videos machen und habe mir überlegt, so beziehungsweise ich habe mir meinen Kanal mal angeguckt, was so die beliebtesten Videos sind, die Videos, die am meisten geschaut werden und das ist ja, Assassin's Creed, das war einfach nur ein Trailer, den ich mir mal aus dem PlayStation Store, glaube ich, damals runtergeladen habe und einfach auf meinem Kanal hochgeladen habe. Aber sonst an zweiter Stelle kommen einfach die Commentaries und die Tipps und Tricks Videos, die ich damals gemacht habe. Deswegen habe ich auch meine ganzen Let's Plays Videos auf privat gestellt, aus dem einfachen Grund, ich fand es einfach nicht gut. Ich finde, ich bin einfach kein guter Commentator, dafür muss ich noch ein bisschen üben. Und ja, ich habe mir einfach vorgenommen, für das Jahr 2015 meinen Kanal so umzustalten, dass ich Commentaries über aktuelle Themen machen, wie zum Beispiel, dass E-Sport in Amerika jetzt ein anerkannter Sport ist. Ich weiß nicht, ob in ganz Amerika oder nur in vereinzelten Bundesstaaten. Man kann sogar, wenn man an Schulen dann geht, also an Universitäten oder so, kann man halt auch gesponsert werden. Oder wie heißt das? Stipendium, genau. Stipendium kann man dann bekommen von den Schulen für E-Sports, zum Beispiel Dota und League of Legends, glaube ich, also LOL, sind, glaube ich, momentan die einzigen zwei Spiele, für die man da gesponsert werden kann. So, Commentaries halt über aktuelle Themen, so wie das zum Beispiel, dass man in Amerika halt E-Sport ein anerkannter Sport ist oder dass YouPorn ein einiges Dota 2-Team hat oder... Ich glaube, irgendein türkischer Fußballverein hat sich jetzt auch ein E-Sport-Team aufgekauft. Dann habe ich mir mal überlegt, noch zusätzlich zu den Commentaries, zu irgendwelchen aktuellen Themen halt, auch noch Tipps und Tricks-Videos zu machen, wie damals zu den Battlefield 3-Videos. Also zu Battlefield 3 habe ich ja ein paar Tipps und Tricks-Videos gemacht. Nur diesmal wollte ich halt anders machen, weil letztes Mal kam das halt so rüber, bei meinen Tipps und Tricks-Videos, als ob man immer an den einzelnen Positionen campen sollte und da auf die Gegner warten sollte. Deswegen habe ich auch viele negative Kommentare gekriegt. Ja, scheiß Tipps und Tricks, einfach nur Camper-Spots. Ich wollte damals einfach nur die einzelnen Spots zeigen, wie man zum Beispiel... von einem Dach zum anderen Dach rüberschießen kann und so weiter. Und sowas wollte ich machen. Aber habe ich mir überlegt, auch wieder zu Battlefield zu machen. Nur Battlefield Hardline kommt ja erst am 27. März raus. Und heute ist der 22. Januar, also noch 2 Monate. Beziehungsweise, wenn ihr das Video guckt, ist wahrscheinlich der 23. Januar. Wir haben es jetzt schon 23 Uhr. Ich glaube nicht, dass ich das heute noch hochladen werde. Vor allem, weil ich noch kein Gameplay habe. Ich habe nämlich keine Ahnung, was ihr gerade im Hintergrund für ein Gameplay sehen werdet. Oder seht gerade, ich denke mal, das wird irgendwas von Call of Duty Advanced Warfare sein, denn ich habe mir überlegt, für Call of Duty Advanced Warfare eventuell auch ein paar Tipps und Trick-Videos hochzuladen, denn ich zock's momentan eigentlich fast nur noch Call of Duty Advanced Warfare, ab und zu zocke ich noch ein bisschen FIFA und ja, sonst zocke ich nur Advanced Warfare und stimmt, ja, ich habe letzter Zeit auch mal Far Cry 4 wieder gezockt, das ist einfach ein geiles Spiel, meine Freunde. Wenn ihr es noch nicht habt, ich kann es euch nur empfehlen, holt euch Far Cry 4. Ist für mich so das beste Spiel, was im Jahr 2014 rausgekommen ist. Hab wirklich Spaß, hab mit meinem Cousin das Koop gezockt und wir haben keine Ahnung, wie viele Stunden. Ich glaube, wir haben über 20 Stunden da reingesteckt und haben irgendwie gerade mal 20% oder so der Story durch. Das heißt, eine Menge Spielspaß für die, was habe ich, 35 € oder so für PS4 bezahlt. Und, ja, ich finde einfach, es lohnt sich, Far Cry 4 zu holen und, ja, dazu könnte ich auch mal ein paar Tipps und Tricks machen, wie man vielleicht in Far Cry irgendwie levelt oder, keine Ahnung, irgendeine Trophäe kriegt, beziehungsweise Trophäen gibt es ja auf meinem Zweitkanal, da habe ich mich auch überlegt, jetzt einfach mal konstant Videos hochzuladen und, dann habe ich mir noch überlegt, so als viertes kleines, kleines Teil von meinem Channel halt, ein paar Tutorials zu machen, zu irgendwelchen Themen, zum Beispiel, wie man WhatsApp am PC benutzt, dazu wollte ich eigentlich auch vorhin ein Video aufnehmen, aber es funktioniert mit meinem Handy nicht, es ist keine Ahnung warum, ich habe diese Funktion einfach bei mir bei WhatsApp nicht, ich habe die aktuellste Version drauf, ich habe sogar eine aktuellere Version als auf der Webseite whatsapp.de gibt und ich kann mein WhatsApp trotzdem am PC benutzen, da ich mein Handy gerootet habe und WhatsCloud benutze oder WhatsApp benutze, das ist einfach ein Programm, was vorher schon, ist zwar nicht offiziell von den Machern von WhatsApp, aber man kann damit trotzdem WhatsApp am PC benutzen, nur jetzt hat halt WhatsApp selber die Möglichkeit, den Usern gibt WhatsApp halt die Möglichkeit auf de.whatsapp.com, glaube ich, oder, nee, web.whatsapp.com, so ist die Internetadresse, könnt ihr einfach drauf gehen, dann geht ihr bei euren WhatsApp unter Einstellungen und dann steht da WhatsApp Air, nee, WhatsApp Web oder sowas, und dann drückt ihr da drauf, dann öffnet sich eure Kamera und ihr müsst einfach nur den QR-Code einscannen, der bei euch auf dem Bildschirm erscheint und
Dann könnt ihr WhatsApp am PC benutzen, aber dafür muss euer Handy halt mit dem Internet verbunden sein und ihr braucht Google Chrome dafür. Es funktioniert nicht mit Firefox, aber wenn ihr mit Firefox die Seite aufrufen wollt, dann kommt sowieso eine Fehlermeldung, dass man halt Google Chrome benutzen sollte. So, da habe ich einfach ein kleines Tutorial gerade gemacht. Einfach so welche Tutorials irgendwie, keine Ahnung, zu irgendwelchen relevanten Themen machen, habe ich mir überlegt. Und ja, und als letzten Punkt noch, den ich kurz ansprechen wollte, denn ich hau das Kommentar einfach hier mal so frei raus, habe ich mir überlegt, eventuell mit einem Kollegen, weil der wollte auch mit YouTube anfangen, irgendwie einen Kanal zusammen zu machen, denn ich habe ihn damals in der IT-Schule kennengelernt und er kennt sich halt mit Programmieren gut aus und er wollte, glaube ich, ein paar Programmiertutorials machen, deswegen keine Ahnung, ob wir irgendwie mal irgendwann zusammen zocken werden, ob wir mal einen Kanal zusammen machen werden, ob er mit in meinen Kanal einsteigt, aber wenn ich irgendwie noch auf anderen Kanälen unterwegs sein sollte, dann werde ich mich auf jeden Fall bei euch melden, aber ich denke mal, mit meinem Kanal jetzt hier, mit dem ich jetzt regelmäßig versuche, so mindestens 1 bis 2 Videos die Woche hochzuladen und noch mit meinem Zweitkanal, werde ich erstmal genug Videos haben, die ich machen muss und endlich mal meinen Arsch hochkriegen muss, sozusagen, um euch zu entertainen, denn ich habe in letzter Zeit richtig Bock, Videos zu machen und ich wollte euch einfach nur informieren und dann bedanke ich mich an dieser Stelle recht herzlich, wenn ihr es bis hierhin geguckt habt und auch wenn es jetzt zum Schluss für ein Video kommt, hätte ich eigentlich am Anfang des Videos sagen müssen, das Jahr ist jetzt schon 3 Wochen alt und ich wünsche euch trotzdem mal nachträglich einen guten Rutsch ins Jahr 2015. Ich hoffe, ihr habt ihn gut überstanden. Und ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Und das Gameplay wird wahrscheinlich noch ein paar Minuten gehen. Ich habe nämlich keine Ahnung, was ich in den Hintergrund packen werde. Ich glaube, wie vorhin schon erwähnt, einfach Call of Duty Advanced Warfare. Irgendein Abschuss-Bestätigt-Match, das ich irgendwann mal erspielt habe. Wird wahrscheinlich kein Mörder-Gameplay sein, aber ich werde damit zufrieden sein. Von daher bedanke ich mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zusehen und ich hoffe, ihr werdet mich in Zukunft auch begleiten und wenn ihr irgendwelche Tipps und Tricks zu irgendwelchen Videos, zu irgendwelchen Sachen haben wollt, wenn ihr denkt, ach, das ist mal ein interessantes Thema, könnt ihr da mal mich informieren, könnt ihr da mal rüber mal ein Commentary machen zu, keine Ahnung, zum Beispiel, wie vorhin erwähnt, dass YouPorn halt in E-Sports eingestiegen ist oder Amazon, dazu werde ich wahrscheinlich nochmal ein Commentary machen, also das nächste Commentary wird wahrscheinlich über Amazon sein und zwar wollen die ja jetzt auch ins Filmbusiness einsteigen und dazu werden wahrscheinlich in dem Commentary mehr und mir fällt gerade noch ein, ich wollte noch ein paar Glitches zeigen, zum Beispiel bei GTA, wie man schneller auflevelt, irgendwie Call of Duty, wie man außerhalb der Map kommt, irgendwelche Survivals Tipps und Tricks und einfach mal ein paar Glitches zeigen von ein paar Spielen, so wie ich es damals auch mit Battlefield gezeigt habe, wie man unter die Map kommt und wahrscheinlich so GTA, weil da gibt es wahrscheinlich die meisten Glitches, werde ich dann wahrscheinlich in Zukunft auch ein paar Videos hochladen. Also könnt ihr euch wahrscheinlich auf einmal die Woche ab jetzt an freuen, dass ich ein Video hochladen werde. Ich muss mal gucken, ich werde wahrscheinlich irgendwie so machen, dass ich immer fest Tage habe, irgendwie so montags oder irgendwann am Wochenende halt, wo ich fest hochladen werde. Und damit danke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr werdet mich 2015 auch so unterstützen. Und vielen Dank für euren Support. Ciao.